Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in unserem RP Real Farming alles 19 meets reality. Ah Jürgen. Servus. So, willst du selber aufladen? Nein, nein, mach du. Ich muss noch kurz telefonieren. Jo, mach mal. So, gucken wir mal, ob der Masai genügend Gewicht hat. Folge Varuna, hallo. Ja, guten Tag, hier ist der Leon Müller vom LU. Ah. Ich habe jetzt gerade mal Ihren Düngerstreuer aufgefüllt. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann sollten das 4.224 Euro inklusive Steuern sein. Okay, schön. Könnten Sie es dann gerade kurz überweisen? Ja, kann ich machen. Gleich. Gut. Gut. Dann einen schönen Tag noch. Danke auch. Tschüss. Das waren jetzt aber nur Düngerkosten. Ja, nur Düngerkosten. Okay. Gut, bis dann mal. Tschüss. Tschüss. Ups, also. Wortwort. Junge, geh mal ein bisschen auf die Seite. Ich habe Angst, dass ich dich hier mitnehme. Ja. Ja, muss ich doch einzeln fahren. Muss wohl vernünftig laden. Ich habe keine Spanngurte dabei. Ja, eigenes Risiko, wenn es runterfällt, ne? Nee, hier kommt die Polente, ja. Wo? Hier vorne. Da mache ich lieber mal einen Sonnenblinker an. Kleidfahrzeug. Ach so, okay. Kriegen wir zwei Reihen nebeneinander drauf, oder? Ja, das passt. Sind die zu breit? Wenn du die vernünftig hin packst, dann passt das. Kann ich auch die Rampe sonst hinten noch runter machen. Und da drauf laden, oder was? Nee, das nicht. Kannst aber hinten drauf fahren. Sag mal, schickes Teil, dass du da hast. Was meinst du? MF. Achso, ja, von der Versteigerung. Weißt du das? Hallo, die Herren. Servus. Guten Tag. Herr Drissler? Ja. Ich hab wohl keine Spanngurte dabei. Machen Sie es auf Überbreite. Dürfte es nicht zu verrutschen. Ah, Moment. Achtung, Volker. Ist zu nah an der Wand, glaube ich. Nee, das passt. Ah, ja. Ja, jetzt kannst du. Ups. Aber ein schönes Fahrzeug ist das schon. Mhm. Herr Drissler? Ja? Was ist mit der Holzkohle? Ja, ich war jetzt am Telefonieren schon wieder. Der Frontlader ist zu stark eingestellt. Ich wollte schon fragen, was machen Sie denn wieder? ich würde den Herrn Richter damit jetzt gleich beauftragen, dass er das noch abholt. Ja, der Schneider müsste auch unten sein. Ja, dann soll der Richter dann runterfahren. Aber ich glaube, haben Sie mit dem Herrn Müller schon telefoniert wegen der Rechnung? Ja, der wusste eigentlich auch nichts davon. Der hat gemeint, das müsste mit mir noch abgeklärt werden. Ich habe mit ihm jetzt nochmal gesprochen. Er wusste davon, aber irgendwie hat er gemeint gehabt, dass der Herr Neumann das an Sie noch weitergeben wollte. Ja, und das ist nicht erfolgt. Und der Herr Neumann hat zu mir gesagt, der ist es genehmigt. Herr Drissler? Davon weiß ich nichts. Herr Drissler? Okay, ja. Ja? Haben Sie die Rechnung bekommen? Ja, darüber spreche ich ja gerade mit den Herrn Varuna. Also. Was machen wir denn jetzt mit der Rechnung dann? Kann der Neumann schön aus seiner Tasche zahlen. Dann müssen Sie warten, bis er aus der Schulung zurück ist, Herr Reusex. Ja, dann kommen nochmal Gebühren drauf. Bis dahin liegt es in der Klärungsabteilung. Okay. Kann es sein, dass Sie von mir 500 Steuern noch bekommen? Könnte möglich sein. Ich war nicht im Büro. Sie wissen doch, ich bin nur am Telefonieren. Wir haben doch da Unfälle gehabt ohne Ende und Unfälle. Anzeigen.
an diesen technischen Defekt mit dem MAN. Ja, ich hatte 4800 Einnahmen. Sind 480, sind sie 500 von mir. Ja, genau. Steuerbescheid, dann kriegen sie dann noch. Weil ich im Büro wieder bin. Dann schicke ich ihnen die gerade. Müssten angekommen sein. Ich schau mal kurz. Ja. Die direkte Überweisung kam an. Perfekt. Was der das schafft, die zwei Paletten. Ja, er hat ein gutes Gewicht hinten dran. 3-3er, so wie es aussieht. 1. 1-1. Mehr gab's von Akku nicht. Aber ich glaube, die eine fällt gleich. Jo. Zum Glück ist nur Karton. Oh, könntest du mal aufhören, hier rumzurennen, Jürgen? Ich mach jetzt. Gefährdet Hero A6. Passt doch. Man rennt doch nicht hinter einen Trecker her und her. Ach. Dann rufe ich mal kurz den Herrn Richter an. Volker? Nee, bin konzentriert. Okay. Was ist los? Hast du noch Hackschnitzel? 2, 4, 6. Warum? Kannst du mir. Kann ich 3600 abkaufen? 3600 abkaufen? Bist du wahnsinnig? Ja. Was? Dafür lohnt sich der Bürokram, die Rechnung schreiben gar nicht. Durch die Geschenk? Am Hof liegt ja bei dir. Kannst du eine Schaufel voll nehmen? Na, danke. Steig mal in den LKW und fahr ein Stück vor. Ich brauch nur ein bisschen Gewicht im Unimog hinten. Aber warte noch kurz. Ja, Basics, da soll es ein Gewicht dafür geben, ein Betongewicht, das sie reinlegen können. Ja. Aber wenn ich, gratis Hackschnitzel bekomme. Ja, natürlich. Ich habe nur gerade zugehört. Aber aufgelegt. Ah, das ist bestimmt schweineteuer. Ich weiß nicht, was das kostet auf dem Schrottplatz. Ah, jetzt, aber nicht viel. 1400 Kilogramm kosten 1000. Hm. Oh ja. Okay, die Hackschnitzel kosten 2000. Dann bin ich immer noch günstiger dabei. Ja, dann bist du günstiger mit dem Gewicht. Ich glaube, ich brauche hier mal einfach noch Breitreifen. Gibt es für den MF welche? Muss gucken. Moment. Was ist das denn für einer? Das ist der alte hier. Alter. Ja, Zwillingsreifen. Und breit nicht. Doch, auch. Sogar Pflegebereifung. Nee, brauche ich nicht. Aber Zwillingsreifen. Ding hier. Zwillingsbereifung. Gibt es auch mit Radgewichte? Nee. Oh, schade. Ich glaube, da ist für sie dann die Zwillingsbereifung sinnvoller. Jürgen, du stehst mir hier viel zu nah dran, ey. Warte, ich gehe auf Posten. Oh, Herr Essex, ich gebe Ihnen mal ein Funkgerät, schau mal. Ja. Sehr schön. Danke. Okay. Moment mal, ich habe ein Funkgerät im LKW. Welche ja. Funk sind sie denn? Sie kommen doch nicht in den Polizeifunk nicht rein. Ja, dann nehmen sie ein Funkgerät von mir und schließen sie das bei ihnen an. Das kriege ich am Ende nur eine Anzeige, dass ich am Funkgerät bin. Ja? Dankeschön. Müssen sie nur anstöpseln. An. Wo ist jetzt der Unterschied gewesen, Jürgen? Muss ich aber zurückkriegen. Jo, angeschossen. Weil ich im LKW einen Dauerfunker drin habe. Merkst du was, wa? Mimimi.
Ja, nix mit Mimi. Ist am Ende noch ein Strafzettel. Ja und? Du bist mit der Polizei unterwegs, wir wissen deinen Straf. Jung, geh jetzt auf die Seite, ey. Alter. Der Weltsex. Soll ich ein ärztliches Gutachten mal anfordern lassen? Oh. Nein. Oh. Hm, nein, passt. Ich geh mal auf Posten. Vielleicht kann man von hier oben besser zugucken. Du kannst mal wegfahren jetzt gleich. Oben. Ja, der Gang hing. Ja, Weltsex, die müssen mal weiter vorfahren. Wieder? Ja, da hängt eine Palette nicht mehr drauf. Jetzt. Kannst gleich mal die Straßenseite wechseln, dass ich die andere drauf machen kann. Wo fährt denn der Lackaffe jetzt hin? Ich hab keine Ahnung, wo der jetzt lang will. Der musste mal wegen so einem musste dann eine halbe Stunde warten, weißt du? Ja. Und alles auf die Rechnung. Was bist du für einer, Alter? Wo ist denn der jetzt? Ich hab keine Ahnung, da vorne kommt irgendwas rückwärts angefahren. Tut. Haben sie Alkohol getrunken da vorne? Gut. Sind vor. Stop. Und fahr mal gerade hin, so kann ich nicht aufladen. So viel zu fahr auf die andere Straßenseite, ne? Langsam. Noch ein bisschen. Gut. Warte, ich hab glaube ich noch irgendwo ein Taschentuch hier. So. So, verschwind. Ich hab noch was für dich. Hier, das Tütchen hier. Tschüss. Wann holst du die Leerpaletten? Jetzt direkt. Die willst du dann noch oben drauf packen, ohne Spanngurte. Warum nicht? Naja, dein Strafzettel. Zeit ist Geld, ich hab doch Blende dabei. Ja, das geht nicht. So. Aber warte mal. Wollte den nochmal anrufen. Drissler. Wir müssen zur Molkerei. Polizeiinspektion. Ja, Herr Drissler, ich habe noch eine andere Frage. Und zwar, warten Sie mal, was war denn meine Frage? Ah ja, Wasser. Wasser war noch so ein Thema. Ich muss mal gerade gucken. Haben Sie denn noch was vorrätig oder so? Ja, Wasser ist vorrätig, sowohl im Wasserwerk als auch in Helmbergen. Ach stimmt, das läuft ja inzwischen anders. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Da war ja was. 25.000. Ja, was kosten 32.000 Liter? Ah, das geht nach Abholung, gell? Entweder wir liefern es oder sie holen es ab. Oder sie lassen es vom Herrn Racex liefern. Da weiß ich ja nicht, wie das abläuft. Der macht wahrscheinlich auch ins Wasser keine Ladungssicherung. gut, überlege ich mir dann mal. Okay. Dann melden sich dann nochmal. Jupp, so ist es. Okay, passt. Jo, Franz, ich hab jetzt mal Kartonproduktion, läuft wieder. Okay.
Bist du noch? Ich bin gerade mit dem Holzwagen angekommen. Okay, mein Telefon klingelt. Bis gleich. Jo. Volker Wauner, hallo? Stefan Müller hier. Jo, was los? Ich hätte mal eine Frage. Sie sind ja beim Gemeinderat. So schaut's aus. Wie weit ist denn mein Antrag? Ich hatte einen Antrag auf das Biozertifikat gestellt. Moment, muss mal gerade in die E-Mails gucken. Das hatte ich Ihnen. Oh ja, stimmt, da ist was. Das ist im Spam-Ordner gelandet. Tut mir leid. Ja. Wir müssten mal Ihren Hof noch prüfen. Könnten wir eventuell morgen hinkriegen. Okay. Ich würde mit dem Herrn Müller Lukas noch sprechen, weil der muss da, ich darf das nicht alleine entscheiden. Jo. Dass er zumindest zur Besichtigung mit hochkommt. Und dann müssten wir aber leider bis nächste Woche auf jeden Fall warten, weil der Herr Neumann im Moment nicht da ist. Ja. Und dann könnte ich Ihnen Rückmeldung geben. Jo. Aber wir würden morgen auf jeden Fall mal vorbeikommen zum Anschauen. Ja. Gut, dann wünsche ich... Wenn ich nicht am Hof bin, dann bin ich wahrscheinlich dann hinten kurz auf meinem Feld drauf. Ja, passt. Können wir in Ruhe inspizieren, ohne dass uns einer stört. Ja. Gut, dann bis morgen mal. Jo. Tschüss. Ja. Ciao. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.